morgen, ihr lieben Dirties. Für Mirelle und mich geht's morgen tatsächlich für 3 Tage nach Mannheim. Mirelle hat da ein bisschen Gesangscoaching, etc., sag ich mal so. Und Mirelle, du bist ja immer noch so ein bisschen krank. Fühlst du dich in der Lage überhaupt? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Soll ich mal versuchen? Ja. Wow. Yeah. I'm feeling so good. Ja, das geht, das geht. Aber das Ding ist, ich muss mein Antibiotikum ja sogar mit dahin nehmen. Ja, ist doch nicht schlimm. Und ist mir voll unangenehm. Wie? Ich krieg das ja nicht so leicht geschluckt und so. Das ist einfach peinlich. Vor denen oder was? Ja. Ja, das kriegen wir hin, du musst doch nicht vor denen machen. Dann gehst du kurz auf Toilette oder so. Dann ersetze ich dich halt so lange, weißt du? Und dann sage ich so, Mirelle, die ist kurz, die muss noch was machen. Ich sing so lange. Achso, soll ich schon anfangen? Okay. Kennst du das, wenn du dich so leer fühlst? Ja, Mann, ich habe das Gefühl, ich habe alles vergessen. Ich habe auch irgendwas vergessen. Ich habe meine Ehre vergessen. Nein. Wir müssen umdrehen. Ich bin Angela. Mirelle hat einfach gerade mein Cappuccino in mich. Angela! Angela! Ich weine! Wir stellen uns jetzt einfach nochmal an und ich bestelle mir nochmal ein Cappuccino. Leute, nach langem Suchen sind wir endlich in unserem Waggon angekommen. Nein, unser Caprese. Scheiße. Oh, ich hasse. Nein. Fuck. Mein Samsung. Ich habe Glück, da ist tatsächlich noch eine Tomate mega drin. Mega. Ja. Zum Glück. Ja. Oh. So, wir sind gerade im Hotel angekommen. So. Wir haben hier einen sehr großen Fahrstuhl. Machst du mal Hoppala. Dieser Schlüssel wiegt locker 8,3 Kilo. Oh mein Gott, wenn die Turmsuite. Also wenn das nicht Rapunzel ihr Haus höchstpersönlich ist, ja, weißt du? Ja, weißt du auch nicht. Süß, mit Treppe. Oh. Oh, wie süß. Wie süß ist das hier? Oh. Rapunzel, Rapunzel. Lass dein Haar runter. Moment. Warte mal. Wir haben einfach gerade noch entdeckt, dass wir einen Balkon haben. Digga, der ist größer als mein ganzes Haus. Wir haben uns Essen bestellt, nicht? Und genießen jetzt den Abend auf unserer bunten grünen Couch. Mit den Ananas-Gardinen. Ich sag's euch, euren Salat zu löffeln ist ein anderer Vibe. Riech mal. Ein Aschenbecher. Da hat Raoul in seine Mittagspause. Genau. Nee, war ein Italiener. Einmal so. Oh, jetzt? Oh. I know I should have done. Wir hören jetzt mal in Mirelles Song rein. Session ist um, der erste Tag ist vorbei. Mirelle, ich muss sagen, ich bin wirklich mega stolz auf dich, Norch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen in die Stadt und dann was essen, Norch. 5 for 10 euros. Ja, guck mal, was ich hier habe. Yeah, I'm gonna take my horse to road on road. I'm gonna ride till I can't no more. Alter, warum kannst du den Text so gut? Ja, weil ich mega bin. Bist du Cowboy? Bist du ein Cowboy? So, Mirelle überlegt gerade bei der Hose hier. Ich finde die übertrieben ehrlich, nice. Ich hab wohl Angst. Wovor hast du Angst, Digga? Wie kann man vor einer Hose Angst haben? Nein, die ich nicht trage. Ja, das wäre blöd für 45 ich Euro, ne? Eckig, Digga. Überhaupt nicht, Junge. So einfach. Null. Und ich nehme das Blüschen hier mit. Wir kassieren hier gerade selber. Ja. Zeig mal den Leuten, wie das geht. Und zwar nimmt ihr den, ne? Noch. Und es funktioniert nicht. Ja, weil ich schon Vorarbeit geleistet habe. Don't fuck with me. Easier for me if I turn away to play. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade mit unseren Rollis auf dem Weg hier ins, ins Einkaufszentrum hier in der Nähe bei uns im Hotel.
Wir waren ja in Viernheim, also das ist ja so ein Dorf neben Mannheim quasi. Auf jeden Fall frühstücken wir da jetzt noch. Heute ist schon der dritte Tag, also heute ist Abreisetag. Und die brettern hier auch lang, ne? Wo ich auch hier ein längs, weißt du, wie ich meine? Entschuldigung! Ohne Witz, das haben wir richtig vom Dorf, dieses Morsch! Manchmal, wenn wir statt 30 durch unser Dorf mal 32 fahren, dann gibt es schon die Ersten, die natürlich darum meckern, ne? Ja. So, Mireille, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und ich dir erst. Morsch! Was machst du da schon wieder? Ich leg das um. Was machst du heute? Einen tollen Sommersong, würde ich sagen. Ja? Ja. Rap? Natürlich! Ja, dann los. 3, 2, 1, ja, ein Chick in der Rechten. Ja. Sommersong, Sommer. Ja, ich hab einen Chick in der Rechten im Ach Sommer. So, okay. Und wir sitzen am Strand, wie nur in der Hand. Und dann. So, way back home. Bitte alle Türen benutzen! Ich möchte aber gar nicht einsteigen. Du hast dich leiser. Das ist schon viel rumgeschrien heute. Auf jeden Fall ja, gehen wir jetzt bowlen mit unserer Reisetruppe. So, ich muss gleich schon aussteigen. Ich mache nämlich noch einen kurzen Abstecher in Köln und besuche Lena und Maddie. Und das heißt, Mirelle und ich müssen uns gleich trennen. Man merkt, Mirelle ist schon ganz traurig. Ich muss gleich raus. Ich weiß. Wie traurig bist du darüber? Lass dich nochmal drücken. Noah, ich war toll mit dir und vielleicht bringen wir mal mit mir. Okay.